Es läuft. Ja, danke. Viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß. Weil es so schön ist, gibt es heute schon wieder Rezepte. Ich habe euch auf meinem Kanal schon super oft Rezepte mit Linsen gezeigt und ich dachte mir, ich bin ganz großer Fan von Linsen und so kommen die Veganer an ihre Proteine. Deswegen gibt es heute meine 7 Top-Rezepte in einem Video gebündelt. Guten Appetit! Fangen wir direkt mal an mit Frühstücksideen. Ja, ihr habt richtig gehört, Linsen zum Frühstück. Wer mir schon eine Weile folgt, hat auf diesem Kanal und auch auf dem Blog-Kanal schon öfter mal unser Linsen-Porridge entdeckt. Ich dachte mir, das darf aber auch in diesem Video wieder nicht fehlen. Ich koche dazu einfach für uns beide immer ein ganzes Glas rote Linsen. Also rote Linsen sind die, die dann auch so ein bisschen weicher werden, während die Berglinsen oder auch die Beluga-Linsen eher fest bleiben. Und zum Frühstück für so ein Porridge finde ich das ganz cool, wenn das so eine gute Pampe wird. Ein Glas sind knapp 200 Gramm Linsen, kleines bisschen mehr, glaube ich. Das koche ich dann mit der doppelten Menge Wasser. Und weil das Eisen aus den Linsen durch Vitamin C besser aufgenommen werden kann und weil es auch einfach lecker schmeckt, schneide ich dann noch ein bisschen Obst, am allerliebsten Orange, wenn wir das da haben. Das Ganze kann man aber auch noch mit Nüssen, mit Nussmus, mit Beeren, mit was auch immer ihr sonst noch da habt, toppen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal finde ich das tatsächlich auch lecker, einfach nur so. Also ohne alles. Vielleicht sogar mit Gewürzen dann gekocht. Salz mache ich meistens sowieso dazu. Man könnte es aber auch noch so ein bisschen indisch angehaucht gestalten, damit es eher so in Richtung Dal geht. Ich muss aber auch sagen, jetzt im Sommer ist das nicht so ganz mein Go-To-Frühstück. Da habe ich doch eher, keine Ahnung, kalte Sachen oder wie auch immer. Ich verlinke euch hier mal noch weitere Frühstücksideen, falls ihr da auf der Suche seid. Habe ich auch ein Video zu. Aber im Winter ist das richtig lecker und da kann man dann sogar auch noch eine Prise Zimt dran machen. Das schmeckt auch ziemlich gut. Bleiben wir doch mal bei Frühstück, vielleicht aber auch in Richtung Snack gehend. Man kann das Ganze aber natürlich auch zum Mittag oder zum Abendessen machen. Linsenpfannkuchen. Läuft Alex da draußen rum und irritiert mich. Das ist vermutlich Welts einfachstes Rezept. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier in diesem Video da einige Minuten füllen soll mit. Ihr nehmt nämlich einfach nur die Linsen. Also auch da habe ich wieder ein ganzes Glas genommen. Gebt die in eine Schüssel, gebt die doppelte Menge Wasser dazu und lasst das Ganze erstmal stehen. Meist so 3 bis 4 Stunden. Ihr könnt es auch über Nacht einweichen lassen. Wobei ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass das ganze Wasser dann natürlich von den Linsen aufgesogen wird und dann fast keine Flüssigkeit mehr drin ist. Nach 3 bis 4 Stunden sind die aber so ein bisschen aufgequollen. Und dann gebe ich nochmal einen kleinen Schuss Wasser dazu, damit die gerade so in ihrer Flüssigkeit schwimmen. Ja. Und das sind eigentlich dann auch schon alle Zutaten. Das Ganze kommt in einen Mixer rein. Es ist gut, wenn ihr da einen Mixer habt, der halt auch ein bisschen was mixen kann, ne? Also ich weiß nicht, ob das mit dem Pürierstab funktionieren würde. Vielleicht schon. Falls ihr es ausprobiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gebe da jetzt noch eine Prise Salz hinzu und dann wird alles gemixt. Und zwar so lange, bis das Ganze eine schöne, cremige Textur hat, keine Stückchen mehr drin sind und halt einfach aussieht wie Pancake-Teig. Jetzt braucht ihr eine Pfanne. Die schön heiß machen, bisschen Öl reingeben. Ich habe hier tatsächlich so eine Crepe-Pfanne, das habe ich mir mal zum Geburtstag gewünscht. Dieses Crepe-Dingsel-Dongsel-Rumrühr-Teil ist aktuell leider kaputt. Vielleicht kann man das kleben. Pancakes mache ich aber am liebsten sowieso mit so einer Schöpfkelle einfach. Schöpft das dann da in die Pfanne und verstreicht das so mit der Rückseite von der Kelle. Keine Ahnung, mein Papa hat das so mit den englischen Pfannkuchen immer gemacht und das funktioniert ziemlich gut. Ja, und dann, ne, muss ich euch jetzt nicht erklären, einfach anbraten, flippen, von der anderen Seite anbraten, fertig. Das Coole an diesen Pfannkuchen ist, dass die tatsächlich sehr elastisch sind. Das ist bei veganen Pfannkuchen nicht immer der Fall, also zumindest bei meinen. Je nachdem, was man so als Eiersatz benutzt hat oder ob man den Teig lang genug hat stehen lassen oder nicht. Und dann brechen die ja manchmal einfach so auseinander. Und diese Linsenpfannkuchen sind so richtig schön flexibel. Und die könnt ihr dann natürlich bestreichen mit was auch immer ihr möchtet. Ist das nicht nett von mir? Und die könnt ihr dann einfach nach Herzenslust bestreichen, süß oder salzig. Ich muss dazu sagen, sie schmecken natürlich schon ein bisschen nach Linsen, ne? Es ist jetzt nicht, als hättet ihr Weizenmehlpfannkuchen gemacht, die eigentlich nur nach Teig oder nach nichts schmecken. Wie beschreibt man denn, nach was Pancakes schmecken eigentlich? Linsenpfannkuchen schmecken, wie der Name schon sagt, nach Linsen. Finde ich persönlich aber lecker. Und was auch cool ist, die sättigen halt viel schneller, ne? Also ihr esst halt einfach Linsen, sonst nichts anderes. Was darf in diesem Video nicht fehlen? Salate.
Habe ich in unterschiedlichen Videos hier auch schon gezeigt, wollte ich aber auch hier gerne nochmal bündeln, falls jemand nach Linsenrezepten sucht, dass er sie hier direkt finden kann. Bei dem einen Linsensalat habe ich auch wieder rote Linsen verwendet und die einfach nach Packungsanleitung gekocht. Ganz gerne spüle ich die vorher auch mal ab. Habe ich jetzt nicht in jedem Rezept hier gemacht. Muss man allerdings dann ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht überkocht. Also ist natürlich auch passiert beim Drehen. Das ist eher so ein Frühlings-Sommersalat, deswegen habe ich da damals auch Spargel integriert. Das ist auch super lecker, also den grünen Spargel. Bisschen in Kokosöl angebraten, dann außerdem Frühlingszwiebel klein geschnitten und Orange. Und das Ganze dann eben mit den Linsen vermixt. Ich habe dann noch ein Dressing gemacht aus Orangensaft und Öl, Gewürzen und so weiter. Und das passt in der Kombi so gut. Also allgemein ein Salatdressing mit Orangensaft über diesen roten Linsen mit dem Spargel. Ein Gedicht. Linsensalat Nummer 2 habe ich euch tatsächlich in meinem Video letzte Woche gesehen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ist in der Infobox verlinkt. Vegane Grillbeilagen. Dazu habe ich die Beluga-Linsen benutzt. Also diese schwarzen Linsen, die brauchen etwas länger zum Kochen. Deswegen sind die roten auch mein Favorit, weil das einfach so schön schnell geht. Sind dann aber später auch viel bissfester. Das heißt, ihr lauft nicht Gefahr, dass das Ganze so ein bisschen pumpiger werden könnte. Da habe ich nichts angebraten, da kommt einfach roh verschiedenes rein, worauf immer man Lust hat. Ich habe da jetzt Karotten, Tomaten zum Beispiel mit reingeschnippelt, jede Menge frische Petersilie, auch ganz wichtig. Und dann gibt es so ein Balsamico-Dressing dazu. Da habe ich dann eher so auf dieses Saure in Kombi mit den Linsen gesetzt, während der andere Salat mit den roten Linsen und dem Orangensaft so ein kleines bisschen vielleicht auch in eine süßere Richtung geht. Beide aber auch ziemlich, ziemlich lecker. Optimal für alle, die wie ich Fan von Salat ohne Salat sind. Was kann man aus Linsen noch machen? Einen Aufstrich. Ihr könntet alternativ auch in den Supermarkt gehen und so einen veganen Aufstrich für 5 Euro kaufen. Oder aber ihr macht den ganz einfach selber. Das ging auch super fix. Hi! Jetzt habe ich schon 2 Zuschauer. Für den Aufstrich habe ich die Berglinsen verwendet. Jetzt sollte man meinen, ich bin langsam Linsenexpertin. Gibt es einen Unterschied zwischen den Berglinsen und den Tellerlinsen eigentlich? Für mich sehen die gleich aus. Für ein Glas Aufstrich kann man ungefähr 100 Gramm Linsen rechnen. Ich dachte mir, ich mache die doppelte Menge. Das war dann später auch ganz schön viel, aber macht ja nichts. Man kann das als Aufstrich nutzen oder aber auch als Dip zum Beispiel. Auch diese Linsen habe ich natürlich wieder nach Packungsanleitung gekocht. Ich habe sie vorher ein bisschen abgespült, doppelte Menge Wasser. Ne, Deckel drauf, stehen lassen, aufpassen, dass es nicht überkocht. Dann habe ich außerdem Zwiebel und Knoblauch klein geschnitten und angedünstet. Angedünstet ist ein bisschen kross geworden. Macht aber nichts, dann hat man die schönen Röstaromen drin. Ne? Das ist ja das Tolle beim Kochen, dass man da auch immer mal so ein bisschen freestylen kann. Dann habe ich außerdem eine Dose weiße Bohnen geöffnet und abgegossen, die Bohnen abgespült und das Ganze schon mal in eine Schüssel. Da kamen dann später die Linsen dazu, die angedünstete Zwiebel mit dem Knoblauch. Was außerdem auch nicht fehlen darf, ist Tomatenmark. Ein guter Schuss nochmal Olivenöl. Auch das könnt ihr nachher so ein bisschen hinzugeben, je nachdem, ne, was für eine Konsistenz ihr gerne hättet. Und dann Gewürze eurer Wahl. Ich habe mich hier für Muskatnuss erstmal entschieden. Ich finde, das schmeckt in der Kombi richtig lecker. Außerdem auch Salz und Pfeffer. Und dann das Ganze mit dem Pürierstab gemixt. Hier könnt ihr das Ganze jetzt so lange mixen, bis ihr eure gewünschte Konsistenz erreicht habt. Ich finde das ganz cool, wenn hier und da noch so eine ganze Linse mit drin ist und das nicht so eine super homogene Masse wird. Dann habe ich außerdem noch einiges an frischer Petersilie gehackt und das dann auch noch untergehoben. Wie gesagt, ne, nochmal so ein bisschen abschmecken mit Salz, Pfeffer, vielleicht nochmal mit anderen Gewürzen. Bei Bedarf nochmal einen Schuss Öl hinzugeben, damit das Ganze einfach noch cremiger wird. Ja, und dann habe ich das einfach in eine Schüssel gefüllt, beziehungsweise in so eine Dose mit Deckel. Wie nennt man denn eine Glasdose? Eine Glasdose. Eine Glasdose. Dose ist für mich immer gleich Plastik. Wisst ihr, was ich meine? Schmeckt jetzt natürlich wunderbar auf Brot, aber wie gesagt, ihr könnt auch Gemüsesticks zum Beispiel reindippen. Und tatsächlich erinnert mich der Aufstrich so vom Geschmack ein kleines bisschen an diese Fake-Leberwurst, diese veganen Leberwurst-Geschichten. Stelle ich mir auch mit Senf ziemlich lecker vor. Was man aus Linsen auch super machen kann, sind Bratlinge. Für die Bratlinge habe ich wieder die roten Linsen verwendet. Hier allerdings nicht
so lange gekocht, bis alles Wasser weg ist, dass es so eine Pampe ist, sondern die Linsen dann irgendwann abgegossen. Da müsst ihr einfach ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich kann euch das jetzt nicht so ganz genau sagen, es kommt immer ein bisschen auf den Herd an und tatsächlich auch auf die Art der roten Linsen. Auch da habe ich schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die einen werden weicher, die anderen bleiben fester, aber so, dass die so wie leicht geöffnet sind, also sie sind schon weich geworden, aber eben noch nicht so komplett pampig. Die lasst ihr dann mal in Ruhe abtropfen, auch gerne abkühlen, weil ihr wollt das Ganze später auch mit den Händen verarbeiten. In der Zwischenzeit habe ich dann Champignons klein gehackt. Da hätte ich ruhig noch ein paar mehr nehmen können. Also ich habe jetzt so für eben die Menge an Linsen 4 Champignons verwendet. Alex meinte direkt noch, sollen wir nicht mehr Pilze machen? Und ich so, nein. Well, ich hätte mal auf ihn hören können. Damit das Ganze später nicht verwässert, habe ich die Pilze angebraten, habe da aber kein Öl verwendet, sondern einfach geschaut, dass das schön kross wird. Also, dass die richtig schön trocken werden. Und wie gesagt, gut klein hacken, damit ihr später nicht diese ganz riesigen Pilzstücke in euren Bratlingen drin habt. Dann habe ich eine Schalotte klein geschnitten und auch wieder einiges an Petersilie klein gehackt. Das Ganze zusammen mit den Linsen in eine Schüssel gegeben. Dann kamen außerdem 2 bis 3 Esslöffel Mehl dazu. Auch da müsst ihr so ein bisschen schauen, wie feucht eure Linsen noch sind. Ich glaube, es ist egal, was für ein Mehl man nutzt. Ich habe Dinkel-Vollkornmehl genommen. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig oder falsch war. Es hat aber gut funktioniert. Dann habe ich außerdem noch ein bisschen Kreuzkümmel hinzugegeben. Ich finde, das passt ganz gut so zu den Linsenbratlingen. Außerdem noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und das Ganze erstmal mit einem Löffel verrührt. Und jetzt denkt man erstmal so, oh Gott, wie soll man denn daraus Bratlinge machen? Das ist ja erstmal so ganz bröselig. Aber tatsächlich, wenn ihr anfangt, das mit den Händen zu verarbeiten, dann kommt so die Feuchtigkeit aus den Linsen raus. Und dann wird das so eine schön klebrige Masse. Daraus formt ihr dann die Patties und bratet die einfach in Öl schön goldbraun von beiden Seiten an. Das war's eigentlich auch schon. Ihr könnt die jetzt auf einen Burger drauflegen. Ihr könnt die einfach so essen, mit Kartoffeln zum Beispiel. Ihr könnt dazu einen Joghurt-Dip machen. Ihr könnt die als Snack irgendwohin mitnehmen. Ihr könntet die teilen und wie so falafelmäßige Dinger in einen Wrap reinmachen. Es gibt viele Möglichkeiten. Und ich finde es immer ganz cool, zu wissen, wie man leckere, schnelle, einfache Bratlinge macht. Das, was ja am längsten dauert, ist tatsächlich das Linsenkochen. Währenddessen kann man parallel schnippeln, was anbraten oder auch nicht. Ihr könnt die Pilze ja auch weglassen oder so. Und dann muss man eben nicht diese Mischungen immer kaufen, die man ja dann auch noch mit Wasser anrühren und quellen lassen und bla bla. Als letztes wollte ich in diesem Video gerne noch meine liebste vegane Linsenbolognese integrieren. Ich meine, ich habe das auf meinem Kanal schon mal gemacht. Ich konnte es allerdings nicht mehr finden. Und wenn ich das nicht finden kann, dann ihr ja vielleicht auch nicht. Und deswegen darf das in einem Linsenvideo natürlich nicht fehlen. Ähnliches Dilemma wie bei meinem Bruschetta letztes Mal. Ich traue mich ja fast nicht, es Bolognese zu nennen, weil es ist kein Wein drin. Sie kocht nicht für 3 Millionen Stunden. Ja, aber es ist eine leckere Tomatensauce. Als erstes, wie fängt man eine Tomatensauce an? Zwiebel anbraten. Dann habe ich außerdem Karotten und Stangensellerie klein geschnitten, also wirklich in feine, kleine Stückchen. Das Ganze mit dazugegeben, dann außerdem auch wieder rote Linsen verwendet. Ich habe jetzt hier so ungefähr 100 Gramm mit rein, das ist bei mir ein halbes Glas. Das alles zusammen angebraten und dann erst Knoblauch hinzugegeben. Ich habe mich hier für 2 Zehen entschieden. So eine Soße braucht ein bisschen mehr. Und habe das diesmal reingepresst. Könnte man natürlich auch hacken. Aber so kommt nochmal dieser Knoblauchsaft ja so ein bisschen mehr raus. Und der Knoblauch wird nicht wieder schwarz. Deswegen Knoblauch immer erst ein bisschen später eigentlich dazugeben. Außer man hat halt nur Zwiebel und Knoblauch. Dann muss das ja zwangsläufig relativ zeitnah dazu. Dann außerdem Tomatenmark. Seid da nicht geizig. Ich weiß, diese Mutti-Marke, die kostet immer ein bisschen mehr. Aber das ist geschmacklich so ein krasser Unterschied. Das lohnt sich. Das habe ich auch noch mit angebraten und dann alles abgelöscht. Nicht mit Wein, sondern mit Wasser, mit gehackten Tomaten und mit so ein bisschen passierter Tomatensoße. Also ich habe eine so eine Dose gehackte Tomaten, einen guten Schluck von der Tomatensoße hinzugegeben und dann schluckweise immer ein bisschen Wasser. Dadurch, dass wir jetzt die Linsen damit in der Soße haben, zieht das Ganze einiges an Flüssigkeit. Wenn ihr das jetzt nicht so als eine cremige, dahlmäßige Konsistenz haben wollt, sondern es wirklich eine Bolognese Soße sein soll, dann würde ich immer mal wieder ein bisschen Wasser hinzugeben. Schätzungsweise waren es bei mir am Ende so 400 Milliliter. Wie gesagt, das könnt ihr aber auch gerne nach und nach machen. Das Ganze habe ich köcheln lassen. Vorher habe ich noch einen Schluck Balsamico-Essig dazugegeben. Ich habe das irgendwann mal in einem Kochbuch gelesen, wie man es vermeiden kann, super viel Salz an alles Mögliche zu geben, sondern was man so alternativ noch nutzen kann. Und für Tomatensoßen empfiehlt sich eben Balsamico-Essig. Und das schmeckt tatsächlich auch sehr lecker. Es gibt so eine gute
noch so eine gute andere spitze Note, wenn man so will. So, dann jetzt Deckel drauf, kochen lassen, damit die Linsen eben auch gar werden. Und dann erst ein bisschen später habe ich alles gewürzt. Ich habe wieder Salz und Pfeffer dran gegeben und außerdem auch ein bisschen Majoran. Einfach nur, damit ich nicht wieder dieses Wort mit O benutzen muss. Oregano, Oregano, Oregano. Oregano. Ich weiß es nicht. Ah! Wie lange ihr das Ganze kochen lasst, hängt auch wieder ein bisschen von eurem Herd, von eurer Pfanne, von, ich weiß nicht, dem Mond, der Sonne, den Sternen ab. Am besten guckt ihr einfach immer wieder rein, ne? Und wenn ihr das Gefühl habt, passt jetzt, dann passt's. Apropos passt, was fehlt noch? Die Pasta. Okay, das war nicht witzig. Die Pasta wird natürlich noch gekocht. Ich habe mich ganz klassisch für Spaghetti entschieden. Finde ich passt immer sehr gut zusammen. Wasser aufsetzen, kochen lassen, salzen, Nudeln rein, umrühren, abgießen, glücklich sein. Finde ich auch eine super leckere Soße, schön sättigend. Da reicht ein Teller Nudeln, auch wenn man dann erstmal denkt, das ist ja gar nicht so viel, aber man isst ja theoretisch Nudeln mit Linsen. Ist ja fast schon schwäbisch. Spätzle mit Linsen, Spaghetti mit Linsen, deswegen auch nicht Bolognese, ne? Wenn ihr eins der Rezepte aus diesem Video ausprobiert, freue ich mich sehr, von euch zu lesen. Ihr wisst, Kommentare unterstützen Videos immer sehr, deswegen very much appreciated. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, so als Feedback, um zu wissen, ob Kochvideos gut bei euch ankommen. Ich verlinke euch hier noch mein letztes Video. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dann habe ich außerdem eine Dose weiße Bohnen. Cut! We made it! Ohne weitere Unterbrechung. Die Speicherkarte ist